Und damit willkommen zu einem neuen Video von Resident Evil 4. In diesem Video möchte ich euch gerne dabei helfen, wie ihr in der großen Höhle mit Schrein das Rätsel löst, beziehungsweise wie ihr diese Tür hier aufbekommt. Ihr habt hier links einmal so eine Tafel mit mehreren Knöpfen, die verschiedene Symbole zeigen. Von dieser Tafel müsst ihr insgesamt drei Symbole finden und dann die richtigen drei Knöpfe drücken. Das erste Symbol findet ihr, indem ihr euch einfach umdreht. Hier habt ihr dann, ich nenne es immer Fische, einen Fisch, der nach oben schwimmt, einer, der nach unten schwimmt. Das ist auf jeden Fall das erste Symbol. Das zweite Symbol findet ihr etwas weiter hier an der Wand, wie auch immer man das beschreiben soll. Man muss sich halt merken, wie es aussieht. So eine Halbsichel oben, eine Halbsichel unten, sagen wir mal. Und das dritte Symbol, dafür müssen wir ein Stück zurück und einmal hier runterspringen. Das finden wir nämlich hier an der Wand. Da haben wir, ja, wie soll man sagen, zwei Cs. Eins, was falsch rumsteht, eins, was richtig rumsteht. Das auf jeden Fall die drei Symbole, die ihr benötigt. Nun müsst ihr nur noch die richtigen Knöpfe hier auf der Tafel drücken. Das ist einmal das hier mit den zwei Cs, einen richtig rum, einen falsch rum. Dann diese Halbsicheln, die wir gesehen hatten. Und die zwei Fische, einer der nach oben schwimmt, einer der nach unten schwimmt. Hier oben ist noch so ein ähnlicher Knopf, da schwimmen allerdings beide nach unten oder nach oben, je nachdem. Man muss sich halt die Zeichen merken. Wir drücken jetzt den dritten Knopf und damit haben wir das Rätsel auch gelöst. Und können nun im Spiel fortfahren. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.